Marlene? Marlene? Sekunde, komm sofort. Alles okay? Die ist umgekippt. Ja, das gab bestimmt Durchzug, als ich ins Bad bin. Und deswegen verbarrikadierst du dich im Bad? Willst du wirklich alle Details? Ich dachte nur, es wäre irgendwas. Nein? Wie kommst du drauf? Nur so ein Gefühl. Es gibt Neuigkeiten, die dich interessieren dürften. Rebecca ist endgültig die neue Chefdesignerin von LCL. Wow, das ist ein toller Karrieresprung. Und ich dachte, wir stoßen gleich mal darauf an. Ja, das würde ich wahnsinnig gerne. Allerdings habe ich jetzt gleich einen Termin mit dem Typen von der Künstleragentur, weißt du, wegen des Auftritts nächsten Monats. Und ich bin schon ein bisschen spät dran, deshalb muss ich gleich los. Wir sehen uns später, ja? Tschüss. Wasserballett? Findest du das nicht ein bisschen zu retro? Angeblich der neueste Schrei, seitdem die Burlesque-Welle abgeflaut ist. Hey, und wo sollen wir denn wohl? Tja, wenn du mich fragst, sollte man nicht jeden Trend mitmachen. Aber man sollte schon ab und zu mal was Neues versuchen. Diese Entscheidungen, wie ich das hasse. Wenn du mich jetzt nach diesem Brief von Rebecca fragen willst... Was soll ich denn bitte ihrer Meinung nach tun? Mit wehenden Fahnen das Ufer wechseln und ihren Bruder hintergehen? Sie wollte einfach klare Verhältnisse schaffen. Was ist daran denn klar? Wir waren mal Freundinnen und jetzt können wir uns doch nicht mal mehr in die Augen sehen. Hey, pass mal auf, jetzt hör mir mal zu, ja? Es kommt vor, dass sich Menschen ineinander verlieben, auch wenn sie vorher befreundet waren. Und das ist auch eigentlich überhaupt kein Drama. Aber das Drama machst du dir selber, weil du dich nicht entscheidest. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das nämlich alles selber mitgemacht. Was soll ich denn jetzt tun, um sie aus meinem Kopf zu kriegen? Egal, welche Gefühle du hast, auf Dauer kannst du die nicht ignorieren. Super, ich hab gehofft, dich hier zu finden. Hattest du Sehnsucht nach mir? Nein, ich will eine zweite Chance. Warum sollte ich dir die geben? Ja, weil du mich beim Armdrücken über den Tisch gezogen hast. Das im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, den Trick mit der Verletzung, den kenne ich. Ja. Na gut. Dann also mit rechts. Oh ja. Gut, und wenn ich gewinne, dann bekomme ich den Job mit guter Bezahlung und du bist mein Zeuge. Ich bin dein Zeuge. Auf mein Zeichen. Hände auf den Rücken. Und los. Emilio, nicht schlecht. Oh. Una puta de mierda. Fast hättest du mich gehabt. Ja, schade. Dann muss der deutsche Wald halt ohne mich auskommen. Nichts da. Du hast den Job. Ja, dann viel Spaß. Ah, Jungs, ey. Hey. Oh nein. Schon wieder? Krass. Hätte ich jetzt noch Latschen an, dann halten mich alle für einen Therapeuten. So schlimm. Noch schlimmer. Liebste Marlene, erstmal muss ich mich entschuldigen, dass ich gestern einfach so verschwunden bin. Der wird dir helfen. Daran habe ich als Kind schon nicht geglaubt. Danke trotzdem.
Okay, sie ist jetzt ein bisschen auf Abstand gegangen, aber das wird dir bestimmt noch öfter passieren. Und danach könnt ihr wieder normal miteinander umgehen. Es ist mir nicht mehr unsere Freundschaft geblieben. Der einzige Trost ist, dass ich meinen Bruder nicht verliere, indem ich ihn die Frau ausspanne. Bist du bereit? Oder gibt es noch irgendetwas Mysteriöses zu erledigen? Du bist selber schuld. Du wolltest mich in diesem Outfit sehen. Weil Rebecca damit ein kleines Meisterwerk geschaffen hat. Du siehst fantastisch aus. Ich check noch ganz kurz mein Make-up, ja? Was bereits perfekt ist, wenn du mich fragst. Aber ich weiß, du fragst mich nicht. Mein Spiegel ist da wesentlich objektiver. Marlene? Ja? Ist alles in Ordnung mit uns? Wieso fragst du das? Nur so ein Gefühl. Das mit uns, das ist alles in Ordnung. Versprochen. Und jetzt gib mir eine Minute. Also doch.